Am letzten Spieltag der Basketball-Oberliga verlor der Basketballclub Anhalt sein Spiel bereits im ersten Viertel und auch an diesem Samstag war der erste Wurf in Richtung Korb nicht sehenswert. Der erste Angriff des Gegners, im Übrigen die Mannschaft des BBC Halle und damit ein direkter Konkurrent aus dem Tabellenkeller, wurde mit einem Foul unterbunden. Das fing ja gut an. Mochte sich so mancher Zuschauer gedacht haben, zum Glück zeigten sich die Gäste von der Saale von der Freiwurflinie alles andere als treffsicher. Auch die Abwehr der Hallenser zeigte schnell, warum die Mannschaft in dieser Saison noch keinen Sieg feiern konnte. Friedrich kann ungehindert marschieren und die ersten Punkte für den BCA markieren. Die Dessauer hatten den Sieg gegen Halle zur Pflichtaufgabe gemacht, um nicht weiter in den Keller der Oberliga abzurutschen. Die Sache schien aufzugehen. Vor allem im ersten Viertel ließen die Hausherren so gut wie nicht zu und wenn doch, traf Halle den Korb nicht. Dessau spielte mit viel Übersicht, ließ sich Zeit im Spielaufbau und vor allem den Ball laufen und damit auch den Gegner. Halle konnte nur hinterher schauen und hatte am Ende auch das Nachsehen, weil der BC Anhalt den freien Mann fand und der dann auch versenkte. Ein Erfolgsrezept am Samstag war, dass Dessauer es schaffte, den Topscorer der Liga Thomas Mähne aus dem Spiel zu nehmen. Nach 10 Minuten führte der Club bereits mit 18 Punkten, hatte dafür aber auch 8 Fouls investiert. Auch der zweite Durchgang lief ganz nach dem Geschmack der Dessauer Fans. Der BC Anhalt baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Und so war die Partie auch an diesem Wochenende eigentlich bereits nach dem ersten Viertel entschieden, diesmal jedoch zugunsten des BC Anhalt. Zwar fanden die Gäste im weiteren Verlauf besser in die Partie, am Spielausgang aber sollte das nichts mehr ändern. Der BC Anhalt feiert nach 5 Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg, wobei der Gegner am Samstag aber auch wenig Gegenwehr lieferte. Offenbar hat der BBC die Oberliga bereits abgehakt, für den BC Anhalt allerdings geht es endlich wieder aufwärts, zwar noch nicht in der Tabelle, dafür aber mit der Formkurve. Heute waren aber gerade im ersten Viertel vor allem auch die positiven Aspekte, die aufgefallen sind. Wir haben den großen Mann von denen, das ist übrigens der bisherige Topscorer in der gesamten Liga, der Thomas Mähne. Den haben wir sehr gut aus dem Spiel genommen, es war ein guter Job und dann lief es einfach für uns auch sehr gut.